Leute, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Nach dem 20 Minuten Push und dem 20 Minuten Pull Day steht heute der 20 Minuten Leg Day für zu Hause ohne Geräte an. Heute zerstören wir den oft vernachlässigten Gluteus Maximus, also den Po sowie den Quadrizeps, seinen Gegenspiel, den Beinbizeps und natürlich auch die Waden. Also auf gut Deutsch die gesamte Beinmuskulatur. Wir trainieren heute im schnellsten Muskelaufbaubereich mit den besten Übungen. Wenn du dich jetzt fragst, wie du den Push, Pull und den Leg Day heute am besten für dein individuelles Ziel in deinen Trainingsplan mit einbaust, ich habe euch selbstverständlich kostenlos 4 Trainingspläne unten in die Videobeschreibung gepackt. Das sollte für jeden was dabei sein, Freunde, und ich sag's euch, ihr werdet überrascht sein, wie schnell ihr Resultate erzielen könnt, vorausgesetzt natürlich, ihr zieht richtig durch. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los und beginnen mit der Beinzerstörung. Heute wieder, Freunde, brauchen wir absolut nichts außer eine Erhöhung, egal ob jetzt die Couch, den Sessel oder das Bett. Also Freunde, es gibt keine Ausreden, ich habe euch wieder 7 Übungen mit jeweils 3 Sätzen vorbereitet. Am besten, ihr holt euch jetzt noch schnell was zu trinken und wir starten auch schon direkt los, Freunde, also let's go. So, gut, Freunde, also wir starten los. Ich erkläre euch schnell die erste Übung wie immer, nämlich einfach hier ein Bein auf die Erhöhung, Couch, Sessel, ganz egal was, Bett. Und was wir jetzt machen, ist einen etwas größeren Ausfallschritt und wir gehen jetzt mit nur einem Bein nach unten, spüren hier die Dehnung und gehen auch schon direkt wieder ganz nach oben. Auch hier noch kurze Spannung halten und wieder nach unten. So sieht die erste Übung aus. Es geht los, Freunde, 3 Sekunden, rechtes Bein auf die Erhöhung und schön jetzt nach unten gehen und aus der Ferse, boom, hochpushen, let's go. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out, pop up for the whole crowd. I got this, I roll out, I promise, have no doubt. I'm all in, here I go now, calling you all out. Take hostage, the pros now, they novice when I throw down. We gon' make it all the way. Perfekt! Wir arbeiten hier nur aus einem Bein, damit wir die doppelte Belastung haben und somit bestmöglich eben im Hypertrophiebereich arbeiten können. Wir kommen jetzt auch schon zum zweiten Satz, noch 10 Sekunden Pause und dasselbe einfach noch einmal. Wieder das gleiche Bein nach oben gehen, genau dasselbe noch einmal. Let's go! Straight to the bank, yeah. I'm like a shark in a tank, yeah. And if your girl misbehaves, yeah, I'll give your girl a spank, yeah. That's making me out of my head, yeah. I don't belong in my bed, yeah. I should be famous and sad, yeah. I will not stop till I'm dead, yeah. Never let them hate, tell them I'll be great. It's gotta be my fate, you can take it to the bank. I just wanna get it while I get it, when I get it I'll be damned if I'ma let it get away. Without a fight I got a plan, yeah. We gon' make it all the way. We don't care what they all will say. Don't listen to the hate, no, listen to my fate. You're destined to be great, yeah. And we gon' make it all the way. We don't care what. Perfekt, so, wieder 20 Sekunden Pause und jetzt beim dritten Satz gehen wir wieder ans Muskelversagen, um eben perfekte Muskelreize ersetzen zu können und dadurch eben unsere Muskeln schnellstmöglich aufbauen zu können. Das heißt, jetzt arbeiten wir so schnell wie möglich für 40 Sekunden. Geht die Position, Freunde, und es geht los! I want the back when you're around. Das brennt jetzt schon richtig. Ganz tief nach unten gehen, ganz nach oben und nie stoppen. Das wird ein Leg Day. Das war die erste Übung, Freunde. Jetzt Seiten wechseln. Jetzt geben wir ja, das andere Bein hoch. Machen wir den ersten Satz. Also langsam nach unten. Schnell nach oben. In Position gehen. On my own. I don't know why. She told me it's not your fault. But you don't realize that I never wondered what's the truth in your eyes. It's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone.
Perfekt. Schön auslockern und einen Schluck trinken. Gut, wir machen weiter. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ah, das fährt rein! Wow, ich bin schon richtig heftig bereit hier in der Beinmuskulatur. Kurze Pause und jetzt, Freunde, erwartet euch was. Nehme ich dasselbe noch einmal, nur mit vollem Tempo, ohne Pause. Was habe ich da wieder zusammengebastelt? Also, hoch und... Let's go! I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets... Wenn ihr nicht mehr könnt, einfach oben kurz halten und dann wieder weitermachen. Sobald ihr könnt, Freunde, wieder mit vollem Tempo. Honey, I'm a perfect 10. Wow. Gut, es geht weiter. Kurze Pause, was trinken, ausschütteln. Ganz wichtig, einfach mal auslockern, ein bisschen runterkommen. Nämlich White Squats. Wir gehen jetzt in einen sehr breiten Stand. Die Zehen zeigen schräg nach vorne. Und wir gehen jetzt auf einer Seite nach unten und aus der Ferse wieder nach oben. Und auf der anderen Seite runter, nach oben, also von links nach rechts. Schön tief nach unten gehen. Hier arbeiten wir wirklich wieder nur aus einem Bein. Setzen also so schwere Muskelreize wie möglich. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside. Upside down. For a minute and pretend. Natürlich profitieren wir hierbei, Pause erstmal, auch vom Dehneffekt. Wie bei der ersten Übung, auch in der Dehnung spüren wir sehr schöne Reize und spüren unsere Muskulatur perfekt. And if I say it enough, it gets ingrained in my head and I start. So, und weiter geht's. Hier schöne Dehnung spüren. Jetzt kommen wir schon zum letzten Satz. Jetzt noch schnell was trinken, denn jetzt wird's wieder schön heftig. Also Freunde, breiter Stand. Jetzt arbeiten wir nur unten. Das heißt, von links nach rechts in die Dehnung gehen. Von links nach rechts. Spürt ihr es? Viel Spaß! Schön tief unten bleiben. Nur leicht nach oben gehen. Ah,
Jetzt gehen wir wieder in den breiten Stand, aber nicht so breit. Nur etwas breiter. Zehenspitzen zeigen wir leicht nach außen. Wir gehen jetzt nach unten. Schön Arsch nach hinten schieben und nach unten gehen. Dann eben nach oben pushen und direkt über die Fußballen auf die Waden. Und wieder nach unten. Hier schön über die Fußballen, über den großen Zeh auf die Waden gehen. Oben kurz halten. Sehr schön, kurze Pause, dann kommen wir schon zum zweiten Satz. Und viel Spaß! Better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the... So, und jetzt, ihr wisst, was jetzt los ist. Der dritte Satz, das heißt, wieder bis zum Muskelversagen mit vollem Tempo. Viel Spaß, es geht gleich los. Kurz tief durchatmen. I'll treat you right, let me prove it. So, volles Tempo und let's go. I'm gonna be something, I'll fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me, who wants to be something. I bleed with every word coming, I would rather die than be someone who's nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. Kämpfen, Freunde! Wer die Beine nicht ehrt, ist den Bizeps nicht wert. Coming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type. Woo! Yes! Nice! Nächste Übung. Was für den Beinbizeps, ein Gegenspieler des Quadrizeps. Also wir gehen nach unten. Unsere Beine geben wir etwas weiter nach vorne und versuchen jetzt die Hüfte so weit wie möglich nach oben zu bringen und spannen hier den Arsch an. Auch für den Gluteus Maximus und den Beinbizeps nach unten und wieder oben anspannen, anspannen, anspannen. Langsam nach unten, wieder nach oben. Ihr spürt es im Gluteus Maximus, im Po ganz, ganz wichtig und im Beinbizeps. I'ma stay loud in the face of the hate, see. I'ma speak out, take the muzzle off my face, breathe out of my mouth every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having dreams that you're chasing. Ganz oben, die Hüfte so weit wie möglich nach oben bringen und den Gluteus Maximus so fest wie möglich anspannen. Und ganz wichtig, einen starken Gluteus Maximus zu haben. Nicht nur, weil es gut aussieht, sondern vor allem für die Gesundheit. Gegen untere Rückenschmerzen ist eine sehr häufige Ursache. So, und außerdem haben zu viele einen zu schwachen Gluteus Maximus. Viel zu viele, Freunde. Und es geht schon wieder los. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. 'Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. 'Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Boah, das wäre
Ist das geil. Ein Schluck Wasser. Und jetzt wieder schön kontrolliert arbeiten. So weit wie möglich nach oben, Arsch anspannen, langsam nach unten und schon wieder nach oben. Natürlich auch hier perfekt den Beinbizeps, ist natürlich auch Sinn und Zweck. Nächste Übung, eine Übung vor allem wieder für den Gluteus Maximus, Freunde. Das heißt, jetzt einfach das rechte Bein ausstrecken. Wir arbeiten wieder nur das eine Bein, um mehr Belastung zu haben, schnelleren Muskelaufbau. Und gehen jetzt wieder schön nach oben. Arsch anspannen und wieder langsam nach unten und direkt hier nach oben. Yes! Boah, ich schwitze schon richtig. Der Schweiß rinnt mir runter, hey. Holy moly. So, gut. Jetzt direkt Beinwechsel. Und das Ganze noch einmal, nur eben jetzt das andere Bein in die Luft geben, Freunde. So, es geht los in 3, 2, 1, let's go! Jetzt noch einmal 20 Sekunden pro Seite. Ich gebe euch Bescheid, wenn wir einen Seitenwechsel machen. Ich habe es euch gesagt, die gesamte Beinmuskulatur. Heute lassen wir nichts aus. Auch nicht die Waden. Auf die kommen wir gleich zurück. Gut, also, rechtes Bein nach vorne und los. Anderes Bein ausstrecken. So, geschafft. Jetzt, Freunde, kommen wir noch zu den Waden. Dann war's das. Komm mit, sucht euch jetzt eure Erhöhung. Egal ob jetzt Buch, Sessel, Stiege, Couch, ganz egal, irgendwo festhalten. Wir gehen mit der rechten Wade auf eine Erhöhung, stützt euch mit der anderen Seite ab und jetzt einfach nach oben pushen und nach unten gehen. Dehnung spüren und wieder nach oben gehen, über den Fußballen, über den großen Zeh. Oben halten und wieder ganz nach unten. Und Seitenwechsel, das waren 30 Sekunden, jetzt 30 Sekunden auf dem anderen Bein. Freunde, wir machen weiter, Pause gibt es keine.
nicht für die Waden. So, Freunde, jetzt eine Minute durch, auf beiden Füßen auf dem Boden stehen und schon mit einem etwas erhöhten Tempo arbeiten. Ziemlich schnell nach oben, ziemlich schnell nach unten. Die letzte Minute. Ihr könnt gerne euch auch hier dagegen drücken oder unterstützen, je nachdem, wie viel Hilfe ihr braucht. Alles geben, Freunde, dann bist du geschafft. Ah, ah, fuck. Oh, Freunde, spüre ich das heftig. Nicht nur meine Waden, aber wie ich zitter, Freunde, seht ihr das? Mein linkes Bein. Hier komplett am Zittern. Wow. Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat das Workout gefallen. Was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, ja, mehr brauche ich nicht mehr sagen. Mir hat das Workout extrem gut reingeballert. Ich hoffe, bei euch auch. Wenn dem so ist, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und schreibt es mir in die Kommentarbox, wie zerstört ihr jetzt seid. Zieht jetzt gerne den Trainingsplan durch, Push Pull Leg Day. Ich habe euch den Trainingsplan kostenlos, wie bereits erwähnt, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst es nicht noch unbedingt, wie immer, auf die normale Ernährung zu achten. Und wenn ihr Muskeln aufbauen wollt und Supplements braucht, Freunde, findet ihr Europas günstigste Supplements. Wir haben kostenlos mit dem Kurzhantel 10 die absolut meisten Vorteile und das wird auch immer so bleiben. Das heißt 10% Rabatt, jede Woche 100 Euro Gewinnspiele und viele Gratisprodukte. Welche das sind, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch mein Trainingsequipment und meine Supplements. Und das sind nur Supplements, die auch wirklich was bringen. In diesem Sinne, Freunde. Das war's jetzt. Ich muss jetzt unter die Dusche hüpfen, so schnell wie möglich. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha. Peace! Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah.